Küchen sind groß im Kommen. Die Armentafel. Dem Papst, ich weiß nicht mehr welchem, wurde mitgeteilt, dass es auch in Bayern immer mehr Suppenküchen gibt. Daraufhin hat er die 120 Millionen, die seine großen Besuche im Schnitt so kosten, den Armen gespendet. Na, Schmarrn, war ein Witz. Armut hat viele Gesichter. Der Rentner, der in der Wohnung friert, die Mutter, die die Würde verliert, das Kind, das sich in der Schule schämt, der Vater, der sich zu Tode grämt. Armut hat viele Gesichter, nur eines nicht, vom Vatikan das Gesicht. Zum Armutsbericht kam mir damals in der gleichen Woche von den Politikern die Frage, ob für die Politiker nicht eine Diätenerhöhung angemessen wäre. Geht's nur? Haben wir eine neue Feudalherrschaft, oder was? Wir sind der Urnenpöbel, das Stimmvieh und hören nur mehr Schlagworte. Feinstaub, Biodiesel, Mindestlohn, Pendlerpauschale, Rentenerhöhung. Rentenerhöhung. Ein Viertelprozentel fürs Rentnerl. Kann er sich zwei Scheiberl Wurst mehr kaufen, damit die Wiederwahl der Damen und Herren gesichert ist? Glauben die, wir sind alle blöd oder was? Wir sind nur mehr ein Konto, von dem abgebucht wird. Keiner stellt sich einmal vor uns hin und sagt, Kinder, kommt, das packen wir schon. Aber danke sagt eh keiner. Es wäre doch schön, wenn der Finanzminister einmal Danke sagen würde. Danke, danke, liebe Bürger, dass wir euch so schröpfen dürfen. Danke. Armut hat viele Gesichter. Der Rentner, der in der Wohnung friert. Die Mutter, die die Würde verliert. Das Kind, das sich in der Schule schämt. Der Vater, der sich zu Tode grämt. Armut hat viele Gesichter, nur eines nicht, von Merkel das coole Gesicht. Madame Kanzlerin in ihrem Glaspalast und ihre Entourage, wissen Sie überhaupt noch, woran es uns mangelt? Die Klimakanzlerin in ihrer gepanzerten Limousine, in ihrer klimatisierten CO2-Schleuder? Sie sagte, für eine Benzinpreissenkung sähe sie keinen Bedarf. Ja, warum sollte sie auch? Uns fehlt Motivation. Wir lechzen nach Motivation. Die Hunde sind so protzert, dass das an die Wand klatschen kann. Oft hat man direkt das Gefühl, die Politiker verhöhnen uns. Aber sie verhöhnen führt auch zu nichts. Ach komm, führt doch zu nichts. Als Kabarettist verspürt man vielleicht ab und zu so einen Hauch vom Glanz der Macht, wenn man als Pinscher den Mond anbellt. Aber das juckt doch die Eiche nichts, wenn sich die Sau an ihr kratzt. Die machen genau so weiter. Genau so. Ah ja. Du bist Deutschland. Wehr dich.